So, meine Lieben, der Conner, also wir haben das Profiboxen und wir haben das Amateurboxen. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, wo ist denn da der Unterschied? Deswegen, die signifikantesten Punkte möchte ich in diesem Video euch darstellen. Bleibt dran. Also, im Amateursport, da hört man schon Amateur. Das bedeutet ja, jemand macht das nicht hauptberuflich. Der hat vielleicht ein Studium, ist Schüler oder arbeitet, was auch immer, und macht nebenbei halt im Verein seinen Amateursport. Nur dann geht er auf Titelmeisterschaften, Kämpfe, Veranstaltungen. Und das Schönste als Amateur wäre jetzt zum Beispiel, du gewinnst Meisterschaften, du bist erfolgreich und wirst für das nationale Team ausgewählt, setzt dich da dann durch und darfst nach Olympia gehen und im besten Fall würdest du für dein Land Gold holen. Und beim Profiboxen ist das jetzt so, du hast verschiedene Organisationen, die WBA, WBC, IBF und so weiter und so fort. Die haben ein Ranking, die haben ihre Titel, ihre Regeln und die sind natürlich in erster Linie daran interessiert, Geld zu verdienen. Also die möchten Geld verdienen, deine Promoter möchten Geld verdienen, die Veranstalter möchten Geld verdienen, die Leute, die das ausstrahlen, möchten Geld verdienen und natürlich der Boxer möchte Geld verdienen. Also du bist Prizefighter. Bedeutet, in erster Linie ist das ein Event, ein Spektakel, du musst was verkaufen und darauf liegt der Fokus. Profiboxen ist ein Business, ganz einfach. Und beim Amateurboxen ist das eher das Prestige, nicht nur dein persönliches, sondern vielleicht deines Vereins, deines Landes und so weiter und so fort. Also die Zielsetzung ist da schon mal eine ganz andere. Und jetzt geht's um die Regeln. Also beim Amateursport ist ganz klar der Fokus darauf, den Boxer zu schützen, sei es durch das Equipment oder das Reglement. Sagen wir mal, du fängst mit deinem ersten Kampf an, du bist noch Jugendlicher, dann geht die Runde nicht 3 Minuten, sondern nur 90 Sekunden. Und das Maximum beim Amateurkampf sind immer 3 Runden, a 3 Minuten. Beim Profi ist das zum Beispiel anders. Das Minimum ist bei 4 Runden, 10 Runden, Maximum 12 Runden, wenn es um den Titel geht. Und da ist schon mal dann die Intensität eine ganz andere, die Kampfdauer ist eine andere, deswegen ist auch die Strategie eine andere. Beim Amateurkampf ist es dann auch so, du hast eine Jury, die deine Treffer zählt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, es geht nicht wirklich um Powerpunches oder K.O.s, es geht um die reine Anzahl der Treffer und deswegen ist das Ziel wirklich treffen und nicht getroffen werden und es ist nicht wichtig, wie hart du schlägst. Die Frequenz und die Präzision sind entscheidend. Beim Profiboxen ist es anders. Du hast viel mehr Zeit, dich ranzutasten. Es geht um Dominanz. Es geht darum, deinen Gegner vielleicht langsam abzuarbeiten, in die späteren Runden reinzutragen, um ihn dann auszunocken oder ein technisches K.O. zu erzielen oder Verletzungen hinzuzufügen. Das ist halt was ganz anderes. Du hast beim Amateur halt nur 3 Runden, maximum 3 Minuten. Bedeutet, du musst die Hände gehen lassen, du musst präzise schlagen, denn es gibt keine wilden Schwinger oder irgendwelche Innenhände, die du hauen musst. Da sind die streng. Deswegen ist der Amateurboxer eigentlich sehr präzise, schnell und drückt sich oftmals mit dem Frontfuß weg. Der will immer raus, dann schlägt er wieder raus. Es geht wirklich darum, Punkte zu sammeln und dann gewinnst du die Runde. Auch wenn du nur einen Schlag mehr getroffen hast, es ist deine Runde. Du gewinnst den Kampf dadurch. Ende aus. Und wie schon erwähnt, der Profi, das ist eher ein Abnutzungskrieg. Die kämpfen sich runter. Du hast nicht wirklich den Druck, von vornherein direkt Gas zu geben. Klar werden Treffer gezählt, aber es geht auch nicht immer um die reinen Treffer. Also es bringt nichts, 700 mal leichte Hände rauszuhauen. Das beeindruckt die Jury nicht. Wenn der eine viel härtere Treffer setzt, also signifikante Treffer, das sind Wirkungstreffer, wo der Gegner wirklich angezählt wird, das ist viel mehr entscheidender, denn es geht um Dominanz, es geht um Kontrolle, es geht darum, wie du dich repräsentierst. Oder wie bei Floyd Mayweather, zum Beispiel Mayweather war nie einer, der gerade am Ende seiner Karriere sehr spektakulär gekämpft hat. Aber seine Defensive ist so ins Gewicht gefallen, dass das dominant war. Er war vielleicht nicht dominant in der Attacke, er war aber dominant im Verteidigen. Das bedeutet, 20% manchmal oder nur 30% der Treffer des Gegners haben ihn auch überhaupt nur berührt. Das bedeutet für die Jury, boah krass, der hat Kontrolle. Vielleicht nicht offensiv dominant, aber defensiv dominant. Das ist halt das, wo man sich auch gerne mal streitet als Zuschauer, wo man sagt so, der war viel aggressiver. Die Aggressivität ist relativ. Es bringt nichts, einfach nur wild drauf los zu attackieren und zu sagen, ja, ich war im Kern aggressiver, wenn du dabei 500 Schläge ins Nichts geschlagen hast. Ja, du hast sehr viel Aufwand betrieben, aber die Quote war einfach schlecht. Du hast keine harten Treffer gesetzt, du hast viel gegen die Deckung geschlagen. Wenn dann dein Gegenüber geschlagen hat, hat er dann auch meistens getroffen. Und das wiegt mehr. Es geht dann nicht immer nur rein um die Attacke, denn sogar ein Konterboxer, der relativ wenig schlägt, aber dich auskontert und dich dann auch trifft und eine hohe Quote hat und dann noch hart trifft, der gewinnt den Kampf. Also wie gesagt, es geht beim Profiboxen dann nicht immer nur der große Zeus zu sein, reinzugehen und hier den dicken Max zu machen. Wenn der Gegenüber dich hart trifft und solide schlägt und du ihn kaum irgendwie in eine Bredouille bringst, dann wird die Jury sagen,
Trefferquote ist 1A, der hat dich dominiert, der hat dich wunderbar hart getroffen, du hast ein paar Mal gewackelt, hast irgendwie versucht, ihn irgendwie in die Enge zu treiben, hat aber nichts gebracht, du verlierst den Kampf. Ne? Und da gibt's halt immer die Streitpunkte beim Boxen, das ist wie bei einer Modenschau oder beim Bodybuilding, ja, der hat einen dickeren Arm, der gewinnt, der andere sagt, der ist ästhetischer, bei der Modenschau, die hat dickere Arschbacken und was weiß ich. Am Ende des Tages ist das immer so eine Betrachtungssache, aber wirklich geht's drum, in erster Linie Entertainment. Du kannst verlieren, aber spektakulär kämpfen, dann bist du ein Publikumsmagnet, wie Arturo Gatti zum Beispiel, ein sehr guter Boxer, aber der hat sich oft im Kampf verloren, dann irgendwie alles über Bord geschmissen, sich bis aufs Blut geprügelt, deswegen hat er eine Einschaltquote, deswegen hat er auch trotzdem noch Titelkämpfe bekommen, auch wenn er manchmal verloren hat oder die wichtigen Kämpfe dann hat liegen lassen. Er war verkaufbar. Der hat den Boxsport bereichert, weil der dann auch Leute angezogen hat, die vielleicht nicht so auf diese Raffinesse oder die Technik stehen, die wollen Action haben. Und das ist natürlich klar, Entertainment ist Entertainment. Und da beißt sich natürlich dann die eine Boxwelt, sagen wir mal, die Hardcore-Fans, die Leute, die wirklich auf Stilistik stehen, die fighten natürlich dann mit den Leuten, die einschalten und sagen, ja, ich will Mike Tyson sehen in den 90er Jahren, der dann alle weghämmert. Ob er verliert oder gewinnt, der beißt ihm noch ins Ohr, ja, ist doch krass. Und das ist halt immer dann so eine Sache und das sind halt die Streitpunkte. Aber jetzt nochmal kurz zum Equipment, jetzt auch mal mit den Handschuhen. Eigentlich ist der Handschuh nicht dafür gedacht, den Gegner zu schützen. Beim Amateursport ist das doch so, du hast eine 10 Unze zum Beispiel, die du trägst, da ist dein Handgelenk nicht so geschützt, da geht wirklich das Padding, das Gewicht meistens vorne in die Front, damit die Knöchel nicht so viel Wirkung erzielen. Beim Profiboxer ist das eher so, du merkst die Knöchel, weil das meiste Padding im Handgelenk ist. Und man wollte halt erzielen, dass die Kämpfer bis in die späten Runden immer noch hart zuschlagen können, ohne dass die Hände großen Schaden genommen haben. Ne? Das bedeutet auch, das Wrapping ist anders. Die Hände werden ganz anders verbunden beim Boxen. Beim Amateurboxen macht das dein Trainer in 3-4 Minuten oder du selber, dann gehst du da in den Ring. Jetzt beim Profiboxen wird das gemacht. Die werden so gebunden, dass die Hände so geschützt werden, dass du wirklich im Schlagabtausch so hart wie möglich zuschlagen kannst. Denn das Ziel ist, wie gesagt, beim Profiboxen die Hände zu schützen und beim Amateurboxen hast du ein Padding vorne, um dein Gegenüber zu schützen. Weil das ist, wie gesagt, das größte Ziel, die Maxime, schützen, kämpfen, Punkte sammeln. Ganz anderer Ansatz. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Überblick verschaffen. Es geht natürlich immer noch tiefer, immer noch viel detaillierter. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare rein. Lasst uns drüber quatschen. Folgt mir gerne für mehr. Der Conne.